Nee, aber das, in die Richtung ist hier runter. Achso. Dann im Sommer abends den letzten Boot herbringen, werden dann nur auf den Rittachten wieder abgeholt. Das hat Miron keine Übernachtung. Wieso möchte ich? Da muss doch der etwas stehen bleiben. Ach, Einzelpersonen können sich melden. Die Grenzbeine sind aber 100 Metern, wenn man das da rechnen, dass die Dachte sind, die Flussseide im Ausstieg. Ja, gut, es kommt dann doch hin und wieder mal vor, dass er den Grenzstreifen vorbeischaut und dann eine aus. Und es gibt dann auch noch Reptilien. Das Größte, das ist das Krokodil. Schauen Sie mal auf der linken Seite hinauf. Hälfte Felsmassiv. Diese vorstehende Nase, da oben ist das Krokodil. Ganz oben dann der letzte Fels, das Gesicht vom Berggeist mit Nasenmund, Augen. So, wenn Sie auf der rechten Seite oder diesen kleinen Felsvorsprung wurden in früheren Jahren, was Holz, das hier geschlagen wurde, und Stalin hat geflößt. Dazu wurde das Holz unterhalb der Staumauer geworfen. Die Staumauer danach geöffnet. Die Blutwelle, die dadurch entstand, reichte 3 Stunden, um das Holz ins Tal hinabzulösen. Zum Teil wurde dann das Holz in Granitstahl wieder herausgenommen, wo sich früher auch die Blutwellen befanden. Es wurde hier bis 1964 noch Holz gelöst. Danach wurde der Holzeinschlag eingestellt. Dieses Gebiet wurde zum Naturschutzgebiet erklärt. Seit 1991 ist nun der Nationalpark freigehalten. Hier diese Fahrstrecke. Und diese Fahrstrecke ist 700 Meter lang. Am Einstieg oben, da war die Badebekleidung. Die Wassertemperatur liegt zurzeit bei 5 Grad. Höchstwerte in diesem Bereich hier erreicht werden können, sind maximal 8 bis 10 Grad. Auf der rechten Seite gleich hohen, das hat die Form eines Pilzes. Der Stillach lässt das Wasser heraus, die Kuppe kommt oben herüber. Das ist der größte und der echteste Steinpilz, das geht. Das ist abgelungen bis zum Beckenplatz. Danach geht es kurz grün weiter bis zum Hohberg. Der Rest ist dann oben wieder die blaue Markierung. Auf dem Wegweiser. Thank you.
Thank you.